zusammen. Ihr habt es gesehen, wir machen heute diese Toasties. Und zwar, ich habe verschiedene Rezepte gesehen, wo alles so ein bisschen abweichen. Der eine macht es mit Milch und mit Wasser. Der andere nimmt noch ein bisschen also Ei dazu. Also ist alles ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mich jetzt für ein Rezept entschieden, nur damit ihr es halt wisst. Falls ihr das irgendwie anders kennt, dass es da halt einfach ja jetzt verschiedene Versionen gab. Und zwar, ich habe jetzt hier einmal 185 Gramm Mehl. Am besten sollte man 550er Mehl nehmen. Ich habe jetzt aber 405er da, deswegen nehme ich jetzt das. Schande über mein Haupt, sage ich nur. Dann einen halben Teelöffel Salz. Hier haben wir einmal 120 Milliliter Milch. Die habe ich jetzt lauwarm gemacht und habe da einfach einen Esslöffel Butter mit dazu gegeben, dass die Butter auch schon mal schmelzen kann. Da geben wir jetzt so ein halbes Päckchen Trockenhefe mit dazu. Und dazu kommt auch noch, wenn ich einen Löffel finde, eine Prise oder so einen halben Teelöffel Zucker mit dazu, dass die Hefe einfach besser arbeiten kann. Und dann lassen wir das gerade einen Moment stehen, dass die Hefe jetzt, wie gesagt, schon mal etwas quellen kann. Hier zu dem Mehl gebe ich jetzt schon mal so einen halben Teelöffel Salz. Und dann verrühren wir uns gleich den Teig. Da sind wir wieder. Und zwar geben wir jetzt das Gemisch hier mit zum Mehl. Also ich habe noch ein bisschen Spielraum, ein bisschen Mehl kann ich noch dazugeben, wenn es zu klebrig sein soll, also auch laut Rezept. Aber wir gucken jetzt einfach erstmal und verrühren das. So, was ich natürlich wieder sagen muss, ist natürlich keine Werbung, wenn ich jetzt hier vorhin irgendwie das Salz da gezeigt habe oder so. Jetzt tue ich den Teig, also ich habe da jetzt nichts weiter dazu gegeben, das hat so perfekt gepasst. Jetzt tue ich das einfach ein bisschen einsprühen, auch hier ein bisschen außerhalb, damit, wenn der Teig jetzt geht, nicht so arg austrocknet. Und ja, dann decke ich das Ganze jetzt ab und dann soll der Teig erstmal schön aufgehen und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich den Teig ausgerollt, wie ihr sehen könnt. Ich habe den jetzt so ungefähr eine Stunde gehen lassen und auf so einen halben Zentimeter ausgerollt. Jetzt habe ich hier so einen Ring. Ihr könnt natürlich auch ein Glas oder eine Tasse nehmen. Und dann tun wir uns hier einfach Kreise ausstechen. Und was wichtig ist, nebendran seht ihr ja mein Backblech. Und zwar das Backblech, da habe ich jetzt Hartweizengrieß drauf gestreut. Ihr könnt auch Maismehl nehmen, eins von den beiden. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ja, man muss es nicht unbedingt so ausstechen. Man könnte auch sozusagen Brötchen formen und die dann flach drücken. Aber ja, wie man will. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden. Jetzt lege ich das hier nebendran, wie gesagt, einfach auf den Hartweizengrieß und muss den Teig natürlich dann nochmal erneut ausrollen, weil ihr seht ja, da bleibt noch was übrig. Ich bin es nochmal, der Teig ist noch nicht gegangen, aber bevor ich das nachher vergesse zu sagen, wir müssen auch noch von dem Hartweizengrieß hier oben drauf was streuen, also nicht nur auf die untere Seite, sondern auch hier oben drauf. Und dann soll der Teig aber wirklich erstmal gehen. Jetzt sind unsere Toasties gegangen und wir schwenken gleich mal rüber zum Herd. So, und zwar, die Pfanne ist jetzt auf mittlerer Temperatur und ohne Fett. Und da legen wir jetzt mal ein paar rein, ich denke mal vier. Die lassen mal einen Moment braun werden. Also leicht goldbraun werden. Und dann werden sie gewendet und zum Abschluss gehen sie dann aber auch noch mal ab in den Ofen. So, ich habe sie jetzt schon ab und zu mal umgedreht. Eigentlich reicht einmal umdrehen, aber da ich die ja jetzt auch zum ersten Mal mache, muss ich mich dann natürlich selbst ein bisschen rantasten. Also bei mir das Ganze, wie lange stehe ich jetzt hier? So 6-7 Minuten. Und
Guck halt immer, dass es eine leichte Bräune dann annimmt. Und wenn das der Fall ist, dann kommt das Ganze aufs Backblech, denn wie gesagt, die kommen ja auch noch mal kurz in den Ofen. Jetzt haben wir hier unsere Toasties. Also wie gesagt, der Richtwert ist so pro Seite 4 Minuten in der Pfanne. Aber da muss man halt ein bisschen nach dem eigenen Herd gucken. Und jetzt habe ich den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Und da geht das Ganze jetzt nochmal ab hinein. So, jetzt sind unsere Toasties fertig. Die waren jetzt nochmal so 7, 8 Minuten im Ofen. Ich habe beim Video gesehen, dass man die wohl so öffnet, dass man hier so mit der Gabel reinsticht an der Seite. Seht ihr das? Ah ja, ihr seht es. Dann, wenn man einmal rum ist, einfach aufklappt. Ich innen das noch ein bisschen lösen. Und so sehen die Toasties dann von innen aus und dann kann man sie einfach belegen. Und was soll ich mehr sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!